Hallo und herzlich willkommen zum Emotional Connectivity Podcast der Talent Management Academy. Erfolgreich scheitern. Wie soll das denn gehen? Höre ich dich laut denken. Rolf hat ja bereits im letzten Podcast darüber gesprochen, wie schnell du dich und andere bewertest und woher das richtig und falsch kommt. Ich will heute mal deine Art und Weise, wie du mit Fehlern umgehst, hinterfragen. Denn das steht in engem Zusammenhang mit deiner Prägung und deinen Überzeugungen. Wie ist es denn eigentlich, wenn dir etwas nicht erwartungsgemäß gelingt? Wie denkst du dann über dich? Fühlst du dich dann als Trottel und damit als Mensch wertlos? Sei mal ehrlich, glaubst du wirklich, dass du Fehler komplett vermeiden kannst? Und was hat dein Selbstwert eigentlich damit zu tun, dass dir etwas nicht gelingt? Okay, das Positive an einer Fehlerintoleranz ist natürlich, dass du dir im Vorhinein gut überlegst, wie du dich vorbereitest oder wie du vorgehst, um Fehler zu vermeiden. Das ist lobenswert. Es wird nur dann problematisch, wenn Fehler zum Tabu werden, nach dem Motto, Fehler gibt's bei mir nicht. Wenn du offen drüber redest und dir den Fehler eingestehst, kannst du und können andere etwas von dir lernen. Was könnte dir helfen, Fehler zuzulassen? Mehr kreatives Ausprobieren, experimentieren und pragmatisch mit Fehlern umgehen, sodass am Ende vielleicht etwas dabei herauskommt, was du sonst nie auf dem Schirm gehabt hättest. Das ist vergleichbar mit einer Route, die du ins Navi eingegeben hast und plötzlich bist du falsch abgebogen. Du kommst so auch zum Ziel, nimmst aber vielleicht die landschaftlich schönere Strecke und entdeckst ganz nebenbei eine wunderschöne Landschaft. Vielleicht erinnerst du dich an dieser Stelle mal daran, als du noch klein warst und öfters hingefallen bist beim Spielen oder Klettern. Du hast gelernt, wieder aufzustehen und du hast gelernt, es besser zu machen, hast dich weiterentwickelt. In diesem Entwicklungsprozess hilft dir jetzt als erwachsener Mensch deine Reflexionsfähigkeit. Beobachte doch mal, wann du etwas als Fehler bewertest. Bei dir oder auch bei anderen. Wie reagierst du? Könntest du vielleicht sogar denken, es gibt keine Fehler, es gibt nur Feedback. Du erhältst ein Ergebnis auf das, was du ausprobierst, getan hast und vielleicht bist du dann um eine Erkenntnis reicher und sagst dir, wieder was gelernt. Viel Spaß beim Ausprobieren.